Schön sonnig, aber noch verdammt kalt. Bevor ich in die Werkstatt fahre, mache ich mir noch einen Kakao. Jetzt noch ein paar leckere Schokoflocken oben drauf und fertig ist ein toller Kakao. Ich mag das ganz gerne mit den Schokoflocken, weil wenn die dann so schmelzen beim Trinken, das ist schon sehr... Oh, da habe ich mich vergriffen, wie gut, dass das Gewürz zu war. Ich habe die Chiliflocken jetzt in der Hand. Nun, Schokolade und Chili hätte sicherlich auch gepasst, aber nicht so früh am Morgen. Wie gut, dass der Dosierdeckel zu ist. Dosierdeckel ist ein tolles Stichwort. Beim Kochen finde ich das hervorragend. Wenn ich weniger Chilis brauche, drehe ich ihn einfach ein bisschen weiter. Kleinere Löcher, brauche ich mehr Chilis. Dann einfach auf die großen Löcher drehen. Das ist schon eine tolle Geschichte. Auch die Dosierung ist, denke ich, wichtig, auch für jedes Essen und auch bei Fahrzeugen. Alles wohl dosiert, das trifft nicht nur in der Medizin zu, sondern auch bei Motoren. Wenn ich jetzt noch einmal die Spritze nehme, je weiter ich den Kolben rausziehe, desto mehr Flüssigkeit bekomme ich auch. Das vergleiche ich jetzt einfach mal mit einer Kraftstoffpumpe, zum Beispiel vom Glühkopfmotor. Aber wie sieht es bei den anderen Landfahrzeugen aus, zum Beispiel den Halbdieseln oder aber auch den Volldieseln? Wie wird da die Kraftstoffmenge geregelt? Welche Unterschiede gibt es zum Glühkopfmotor? Darum soll es heute gehen und damit herzlich willkommen zu Kultraktor. Hier in Fahrtrichtung rechts beim Glühkopfbullock sitzt die Einspritzpumpe. Das ist ein Exemplar mit einem Pumpenkolben von 15 mm im Durchmesser. Im Laufe der Glühkopf-Ära sind die Pumpen immer mal geändert worden. Signifikant, denke ich, um 1941. Dort wurde der Pumpenkolben von 15 mm auf 8 mm reduziert. Und die Folge war, man konnte die Kraftstoffmenge wesentlich besser dosieren. Die Funktionsweise von diesen Pumpen ist ähnlich, beziehungsweise die Kraftstoffmenge. Das heißt, je weiter der Pumpenkolben reingeht, desto mehr Kraftstoff wird gefördert. Geht ja nur wenig rein, wird wenig Kraftstoff gefördert. Und wer sagt jetzt der Pumpe, wie weit der Kolben reingeht oder wie weit nicht? Das macht der lose Exzenter, der vom Regler aus gesteuert wird. Wen das interessiert, ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch gerne in der Videobeschreibung. Den ersten Halbdiesel, den Lanz auf den Markt brachte, war ein 1706, Anfang der 1950er Jahre, so wie dieses Fahrzeug hier. Lanz reagierte damit auf seine Kunden, denn die Kunden wollten immer mehr Dieselmotoren haben und keine Glühkopfschlepper mehr. Dieselmotoren waren zur damaligen Zeit schon stark im Vormarsch und so reagierte Lanz auch und brachte den Halbdiesel auf den Markt. Wobei der Halbdiesel ist eine Weiterentwicklung vom Glühkopfmotor. Es ist nämlich ein direkt einspritzender Glühkopfmotor. Nach außen wurde er nur als Halbdiesel verkauft. Warum Halbdiesel? Er wird auf einem Benzin-Diesel-Gemisch angelassen und sobald der Motor warm ist, wird dann auf Dieselbetrieb umgestellt. Dennoch hatte er Vorzüge gegenüber den Glühkopfschleppern. Er verbrauchte nämlich bis zu 30% weniger Kraftstoff und er war auch komfortabler in der Handhabung, musste beim Glühkopfschlepper noch zum Vorpumpen von Öl nach langer Standzeit die Kurbel bedient werden oder aber auch beim Kraftstoffvorpumpen abgestiegen werden, vorne rechts zur Kraftstoffpumpe hingegangen werden. So war das alles hier komplett vereint in einem Hebel. Wenn ich nach vorne drücke, pumpe ich Kraftstoff vor, drücke ich den Hebel nach hinten, pumpe ich Öl vor. Das war schon wesentlich komfortabler. Das brachte aber auch die neue Technik mit sich, denn alles war jetzt hier kompakt hinter einem Schwungrad untergebracht. Das war natürlich beim Glühkopf anders. Da hatte ich den Regler, die Kraftstoffpumpe war auf der anderen Seite und das ist alles hier unter diesem kleinen Schwungrad untergebracht. Das bedeutete aber auch, dass es eine andere Technologie sein musste, als sie noch mit der Pumpe und dem verstellbaren Pumpenhub.
Auch anhand der Düsen erkennt man, dass es eine komplett andere Technik sein muss. Hier habe ich eine Düse, eine Einspritzdüse von einem Glühkopf-Bulldog. Hier habe ich eine Einspritzdüse von einem Volldiesel, einem D1616. Und die Technologie, den Kraftstoff einzuspritzen, ist komplett anders. Hier wird der Kraftstoff in Rotation versetzt und dadurch dann auch zerstäubt. Hier ist es so, hier wird ein ganz gewisser Druck aufgebaut. Und wenn der Druck erreicht ist, öffnet diese Düse schlagartig und zerstäubt dann den Kraftstoff. Wen das interessiert, ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch gerne in der Videobeschreibung. Diese Technologie, also mit so einer Einspritzdüse, die dann schlagartig aufmacht, die wurde erstmalig beim Seitenglühkopf, dem D5506, eingebaut. Da hatte sie nur einen anderen Öffnungsdruck. Diese hier liegen bei 120 Bar. Nicht nur die Einspritzdüsen sind unterschiedlich, auch die Kraftstoffpumpen. Hier habe ich nochmal die Kraftstoffpumpe von dem Glühkopfschlepper und hier habe ich jetzt eine Kraftstoffpumpe von einem Lanz Volldiesel. Optisch sehen sie auch anders aus. Auch das Funktionsprinzip ist unterschiedlich, wobei das Resultat bei beiden gleich sein muss. Denn je mehr Kraftstoff eingespritzt wird, desto höher ist die Drehzahl eines Motors. Je weniger Kraftstoff eingespritzt wird, desto geringer ist die Drehzahl eines Motors. Hier bei der Einspritzpumpe vom Glühkopf hatten wir das ja schon. Sobald der Pumpenkolben weiter eintaucht, wird mehr Kraftstoff gefördert oder eben nicht. Das ist bei dieser Einspritzpumpe schon ein wenig anders, denn der Hub von dem Pumpenkolben ist immer gleich. Nicht nur der Hub der Einspritzpumpe ist anders, sondern der Einspritzzeitpunkt ist es auch. Ich habe hier einen Kompressor, der hat jetzt erstmal nichts mit einem Lanz zu tun, aber man kann an ihm ganz gut zeigen, was oberer Totpunkt und dann auch Einspritzzeitpunkt ist. Ich habe hier eine Markierung, hier steht OT drauf, das ist der obere Totpunkt, das heißt der Kolben ist jetzt oben und der Pfeil gibt die Drehrichtung des Motors an. Und wenn ich jetzt hier an der Riemenscheibe drehe, geht der Kolben wieder nach unten. In dem Fall saugt er dann hierüber Luft ein bis zum unteren Totpunkt, das hören wir ganz gut. Jetzt ist der Kolben unten und wenn ich jetzt die Riemenscheibe weiter drehe, drückt er die Luft hier auch wieder raus und jetzt ist der Kolben wieder oben. Und jetzt seht ihr noch zwei weitere Markierungen, nämlich einmal hier und einmal hier und wir gehen erstmal auf die Markierung ein. Wenn ich jetzt den Motor, das ist ja die Drehrichtung, weiter drehe und diese Markierung ist oben. In dem Moment würde beim Glühkopfmotor der Kraftstoff eingespritzt. Das sind 140 Grad vorm oberen Totpunkt. Das ist also sehr, sehr weit, bevor der Kolben den oberen Totpunkt erreicht. Die Zeit braucht aber auch der Kraftstoff, damit sich Kraftstoffdampf bilden kann. Es wird also auf den Zündteller gespritzt. Dann bildet sich Kraftstoffdampf und der Kolben bringt jetzt frische Luft mit nach vorne. Das Ganze vermischt sich dann, wird dann durch den Kolben vorne in die Glühnase hineingedrückt. Das Gemisch entzündet sich und treibt dann den Kolben nach hinten. Wen das interessiert, ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch gerne in der Videobeschreibung. Und dann seht ihr noch eine weitere Markierung, das ist die hier, die ist relativ nah, auch am oberen Totpunkt. Ich drehe mal weiter. Und das ist jetzt der Einspritzzeitpunkt beim Halb- oder auch beim Volldiesel, nämlich 20 Grad vom oberen Totpunkt. Der Brennraum ist auch kleiner und dann, wenn der Kraftstoff eingespritzt wird und der Kolben nach vorne geht, entzündet sich dann das Kraftstoff-Luftgemisch an den heißen Wänden und dann an der heißen Luft und treibt dann den Kolben nach hinten. Und ihr seht schon, das ist ein Riesenunterschied, 140 Grad zu 20 Grad. Aber gut, das hat einiges mit dem Brennraum zu tun und natürlich auch mit der Kraftstoffaufbereitung. Das, was aber natürlich gleich ist, es muss ja eine unterschiedliche Kraftstoffmenge da sein und es muss auch die Drehzahl irgendwie aufgenommen werden, dass die Kraftstoffpumpe weiß, wie viel jetzt tatsächlich zu fördern ist. Und bei dieser Kraftstoffpumpe, der Hub ist ja immer gleich, gibt es hier noch so einen Schieber und wenn ich den, ja, der ist ganz leicht bewegen kann, da steht auch noch Stopp drauf mit einem Pfeil. Damit wird dann die Kraftstoffmenge auch geregelt und wie das Ganze zusammenhängt, das schauen wir uns jetzt an. Schauen wir uns die Regelung noch mal im Schnitt an. Hier seht ihr einen Halb- und Volldieselregler im Schnitt. Dieser sitzt bei den Maschinen in Fahrtrichtung links hinter dem linken Schwungrad am Hauptlagerdeckel und das ist alles innenliegend, davon sieht man gar nichts. Das ist der Y-förmige Reglerhebel und dieser ist mit dem Gestänge verbunden. Das Ende vom Gestänge ruht hier vor dieser Muffe. Das ist eine Reglermuffe, ein Schiebestück, was ich nach rechts und links verschieben kann. Und hier seht ihr zwei Gewichte. Das sind Fliehkraftgewichte, die dann aufgrund von Drehzahl ausschwenken. Ähnlich wie ihr das zum Beispiel von einem Fliehkraftregler von einer Dampfmaschine vielleicht kennt. Woher
kommt jetzt der Regler, die Drehzahl. Das hier ist das Zahnrad im Schnitt und dieses Zahnrad steht im Eingriff mit der Kurbelwelle und darüber wird die Motordrehzahl dann auch aufgenommen. Und je nachdem, wie schnell der Motor dreht, gehen die Reglergewichte mehr auseinander, verschieben die Reglermuffe, das beeinflusst das Gestänge und der Y-Reglerhebel verschiebt sich. Die Drehzahl geht nach unten, wird langsamer, die Reglergewichte klappen wieder ein. Hier habe ich dann auch noch die Reglerfeder, die dann natürlich auch den Y-Hebel zurückzieht, um dann auch wieder die Kraftstoffmenge entsprechend zu erhöhen. Und dann seht ihr hier einmal noch einen Begrenzer, das ist der sogenannte Lastbegrenzer, dass also die End- oder wenn die Enddrehzahl erreicht ist, dass der Motor nicht weiter hochtourt. Und diese Welle treibt nicht nur den Regler an, sondern auch das hier ist die Rückholförderpumpe, um das überschüssige Öl aus dem Kurbelgehäuse herauszuholen. Und das ist der Öler, der dann alle Schmierstellen im Motor während des Betriebes mit Öl auch versorgt. Hier hinter der Anwurfscheibe, hinter dem Schwungrad, dort sitzt der Regler und auch der Öler. Von dem Regler sieht man nichts, aber vom Öler, wenn ich hier mal Licht anmache, dann seht ihr, das ist der Öler, der dann auch den Motor im Betrieb dann mit Öl versorgt. Dahinter ist die Rückholförderpumpe, um das überschüssige Öl, welches im Kurbelgehäuse zusammenläuft, dann auch zurückzupumpen. Und dahinter geht die Welle natürlich weiter und der Regler sitzt in diesem Gehäuse drin mit dem Y-Reglerhebel, der dann nach rechts und links gehen kann, je nachdem wie die Motordrehzahl auch ist und der dann auch die Kraftstoffmenge der Kraftstoffpumpe bestimmt. Und hier vorne kommt der Kraftstoff raus, das ist nämlich die Kraftstoffdruckleitung, die vorne zur Einspritzdüse geht. Hier an der Regelstange, so heißt dieser bewegliche Teil von der Kraftstoffpumpe, greift der Y-förmige Reglerhebel ein, ähnlich wie dieser Maulschlüssel. Und dann wird die Kraftstoffmenge über die Drehzahl dann auch geregelt. Wenn wir uns die Kraftstoffpumpe an sich einmal anschauen, woraus sie besteht, das ist jetzt nur eine Verlängerung. Das ist die Zulaufleitung und das ist die Leitung, die vorne zur Kraftstoffdüse geht. Das ist die Druckleitung. Ich nehme die Verlängerung einfach mal raus, bevor wir uns gleich mal die Pumpe anschauen. Was noch ganz wichtig ist, Druckleitung. Hier in diesem Bereich, dort sitzt ein federbelastetes Rückschlagventil, dass Kraftstoff nur in die eine Richtung gehen kann und nicht wieder zurückfließen kann. Das ist auch ganz wichtig, denn ab einem ganz bestimmten Druck darf ja auch nur die Düse öffnen und soll auch nicht tropfen. Das muss dann auch wieder, sobald die Förderung vorbei ist, schlagartig schließen. Ich mach's mal auf. Hier seht ihr schon die Feder und hier ist auch der Ventil. Na komm schon, Einsatz drin, ja, soll ja auch ein bisschen stramm gehen. So sieht dieser Ventileinsatz aus und der verhindert, wie schon gesagt, dass der Kraftstoff zurückfließt und dann gegebenenfalls die Pumpe nicht einwandfrei fördert. Jetzt bauen wir sie nochmal auseinander. Schraube ist draußen und das erste, was frei wird, ist diese Rolle. Über diese Rolle wird die Pumpe dann auch betätigt von dem Noppen, der 20 Grad vor OT dann auch den Kraftstoff einspritzt und dann folgt ein Federteller. Ja, kann man gut abmachen. Dann die Feder und dann komme ich endlich an den Pumpenkolben heran und der ist natürlich genau wie das Rückschlagventil sehr passgenau, also sehr saugend, aber das muss er ja auch sein. Na komm schon. Da ist er. Und wenn man sich jetzt mal den Pumpenkolben genau ansieht, dann sieht man, dass er unterschiedliche Bereiche dann auch hat. Ich zeige euch das mal. Und ihr seht, er hat unterschiedliche Formen. Und damit steuere ich die Kraftstoffmenge. Das, was ihr da seht, das ist die Steuerkante. Aber wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt nochmal im Detail an. Ich habe jetzt hier einmal ein Pumpenelement im Schnitt und wie der Pumpenkolben dann auch stehen kann. Einheitlich habe ich hier den Pumpenkörper und das ist die Zufuhrbohrung für den Kraftstoff. Also hier kommt der Kraftstoff in die Pumpe hinein und hier im ersten Bild habe ich eine sogenannte Nullförderung. Und der Pumpenkolben steht so, dass die Steuerkante, hier ist sie jetzt gestrichelt, nach hinten hin zeigt und nicht nach hier vorne. Und wenn jetzt der Pumpenkolben nach oben geht, hier würde der Kraftstoff zur Düse hinausgehen, würde dann der Kraftstoff direkt hier auch in die Zulaufbohrung wieder zurückgedrückt. Das heißt, das wäre eine Nullförderung und der Motor würde ausgehen.
Das ist eine Teilförderung, so kann das Ganze aussehen, wenn der Pumpenkolben so weit verdreht ist. Hier ist jetzt wieder Kraftstoff drin. Der Pumpenkolben geht nach oben, drückt dann Kraftstoff in die Leitung zur Düse, aber nur so weit, wie die Steuerkante dann auch die Kraftstoffeinlassbohrung erreicht. Denn die Menge, die jetzt hier noch drin ist, wird dann auch wieder in die Kraftstoffzufuhrleitung dann auch zurückgedrückt. Eine Vollförderung sieht ja dann so aus, dass dann die maximale Menge erreicht ist. Und das kann dann sein, wenn der Pumpenkolben zum Beispiel so steht, dass hier die Steuerkante sichtbar ist. Und wir sehen schon, die Steuerkante erreicht die Zulaufbohrung für den Kraftstoff nicht. Das heißt, das ist die maximale Fördermenge. Hier sehen wir das auch nochmal ganz schön. Der Kraftstoff, der hier drin ist, wird vorne zur Düse auch gefördert. Und das ist die maximale Menge, denn wir sehen hier, die Steuerkante erreicht die Zulaufbohrung nicht. Es kann kein Kraftstoff in die Zuleitung entweichen und die komplette Menge wird zur Düse hingedrückt. Ich finde das schon sehr beeindruckend, wie viel Know-how dann in so einem kleinen Teil auch drinsteckt, wie diesem Pumpenschlüssel. Da hat sich einer schon richtig Gedanken gemacht, dass es so funktioniert, wie es funktioniert. Ich werde jetzt gleich die Pumpe wieder zusammenbauen. Wer übrigens sowas noch nicht gemacht hat, bitte nicht einfach so probieren. Da kann einiges bei kaputt gehen und das möchte man natürlich nicht. Da einfach nachfragen bei dem einen oder anderen, der sowas schon mal gemacht hat. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Lasst doch gerne ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin, bleibt kultig. Tschüss.